Da ist, hey, Wille, der Kerl mit den großen orangen Händen, die er heute schon wieder nicht anhat. Ich halte sie jetzt extra in die Kamera, weil ich weiß, dass ich das Bild ja so zusammenschneide, dass man gar nicht sieht, dass sie hier hinten liegen. Mein Gott, ich bin so genial. Wisst ihr gar nicht, wie genial ich bin. Ich habe hier alles Mögliche, ne? Damit ich nicht da und nicht hier und zu faul bin, die Lampen umzudrehen und so weiter. Ich habe einfach meine Maus hier auf diese Seite rüber geholt. Das Kabel ist lang genug. Und die ganze Software lässt sich ja ohnehin mit der Maus bedienen. Mein Gott, das Leben kann so einfach sein, wenn man nur mal wieder einfach denkt, statt immer nur kompliziert und zweiter Monitor und Funkverbindung und lalalala. So, egal, es geht heute um Restlichter. Ne? Der Tactical Dad hat natürlich ein viel besseres Arsenal als ich und hat auch schon ein Video drüber gemacht. Aber ich habe vielleicht den einen oder anderen Aspekt, den ihr noch nicht gesehen habt. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Also, das wird jetzt hier technisch ein bisschen schwierig, deswegen ja auch die Maus. Ich muss hier zwischen Bildern hin und her schalten. Was ihr zum Beispiel jetzt nicht sehen könnt, ist, dass ich jetzt hier ein Explorer-Window aufmache, in dem ich diverse Programme bzw. diverse Videodateien anschmeißen kann. Und zwar fangen wir mal an mit der Kamera. Ihr werdet euch vielleicht, also die ganz Alten von euch, werden sich noch erinnern, dass es mal etwas gab, was man Videokamera nannte. Na, das waren also das, was ihr heute im Handy habt, das war damals das hier. Das hier ist ein Exemplar, das noch mit mit Digital 8, also wie praktisch Video 8 Kassetten, aber auf Digitalaufzeichnung. Ansonsten funktionieren die aber wie ein ganz normaler Videorekorder, komplett mit so Bzzz und so. Bzzz. Ja, da kam dann die Videokassette oben rein und trotzdem wurde dann auf der Kassette digital aufgezeichnet. Das ist jetzt aber völlig nebensächlich, weil es gab, zumindest an den Sony-Kameras, gern hier Night Vision. Ich kann euch das mal zeigen, weil man kann das Ganze nämlich auch umdrehen, hoffe ich. Ja, achso, Deckel muss man abnehmen, dann geht es entschieden besser. Jetzt kann ich euch praktisch also mal zeigen, wie ihr selber ausseht. Auch wenn ich das selber kaum sehe, weil ich ja den Monitor sehe. Das ist die Kamera, die mich die ganze Zeit filmt. Und mit dieser hier kann man auch dicht ran und erstellt scharf. Ist das nicht toll? Ja. Jetzt schalte ich mal auf Night Vision um. Das ist ein Schiebeschalter. Es wird grün. Auf dem Monitor wird es eigentlich eher bläulich, aber egal. Jedenfalls, ne, so sieht das Ganze jetzt hier in grün aus. Ich mache jetzt nicht extra die Lampen aus, weil für die damalige Zeit war das schon nicht schlecht. Also man konnte wirklich in Lichtverhältnissen filmen, wo es sonst gar nicht ging. Und dann gibt es hier noch einen Schalter, also einen Druckknopf mit, wie heißt das, Super Night Shift. Nee, Super Night Shot. So, und jetzt sieht man davon hässlich wenig. Na gut, ich habe ja gleich eine Videodatei, die ich abspule, dann seht ihr es genauer. Weil bei Super Night Shot, also jetzt bei diesen Lichtverhältnissen, ziemlich egal. Aber wenn man das dann mit, also wirklich im Dunkeln macht, dann verlangsamt sich alles. Das heißt, aus einem, wir bewegen uns alle, wird ein zack, 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 weil die Belichtungszeit einfach, also eine Sekunde oder so hochgefahren wird. Ja, und das ruckelt ein bisschen. Und das gucken wir uns jetzt mal eben an. Und zwar hiermit. Könnt ihr das sehen? Ja, es wird eingeblendet. Das ist schon mal gut. Ja, ich weiß, da sind Ränder dran, aber das ist dann halt so, ne? So, das ist jetzt zur Erklärung. Ich muss mir auf den richtigen Knopf drücken. Zur Erklärung. Das ist jetzt gestern Nacht komplett mondlos oder komplett bedeckt. Ich weiß es nicht. Es war stockfinster draußen. Ich fahre noch mal eben zurück. Hier am Anfang sieht man erstmal gar nichts, logischerweise. Ja, da spult sich die Kassette hoch. Dann sehen wir hier gleich erstmal das ist die Kreuzung vor meinem Haus. Die wird nachts mit einer Straßenlaterne beleuchtet. Da werden wir auch irgendwann mal hinkommen. Eines schönen Tages. Eventuell, vielleicht. Ihr seht ja, der Fortschrittsbalken läuft. Man sieht ganz intensiv überhaupt nichts. Was daran, ja, jetzt habe ich das eingeschaltet. Das ist Baum 2 Meter von mir weg. Es ist also so, dass hier offensichtlich irgendwo eine Infrarot-LED eingebaut ist. Das heißt, man sieht kein Licht. Allerdings stammt das aus einer Zeit, als LEDs noch dazu waren, deine Tasten zu beleuchten oder sowas. Nicht diese Grell-Dinger, die es heutzutage gibt. Und entsprechend ist die Lichtausbeute. Das heißt also, in geschlossenen Räumen könnte man damit den ganzen Raum mehr oder weniger gut sehen. Draußen
Nach 2 Metern ist aber Feierabend. So, ich lass mal weiterlaufen. Ja, ohne übrigens diese LED würde man überhaupt nichts sehen. Das ist jetzt auf der anderen Seite der Straße die Bäume. Und das ist jetzt die Kreuzung. Ja, schon wieder zu weit. Egal. Das ist jetzt die Kreuzung. Das ist jetzt die Kreuzung. Ein Kreuzzug. Ich sollte hier die Hand auf der Maus liegen lassen. Das ist ein Stoppschild. Deswegen reflektiert das wie Teufel. Und von der Straßenbeleuchtung und von dem Haus der anderen Seite sieht man eigentlich relativ wenig. Da kommt man an Grenzen. Da ist nicht viel mehr drin. Ich schalte jetzt gleich nochmal auf dieses Super Night Vision Dingsbums. Da wird es entschieden heller. Aber ihr seht auch, irgendwie so 2 Bilder pro Sekunde bleiben noch übrig. Weil mehr geht nicht. Für die damalige Zeit, was so Anfang der 2000er war, war das natürlich schon Kracher. Für heute nicht. Ja, ne, er kriegt sogar genug Saft, um irgendwie scharf zu schalten. Mehr als das war nicht drin. Aber immerhin, ich wollte es der Vollzähligkeit halber einfach mal gezeigt haben. So, das war das. Dann nehmen wir mal als erstes gleich das letzte. Ich würde sagen, wir nehmen den Restlichtverstärker. Das ist wirklich ein Restlichtverstärker. Also, Moment. Das muss ich wegmachen, sonst seht ihr ja nichts. Ihr merkt schon, ne? Die Technologie ist jetzt neu. Ich weiß auch gar nicht, was ich ein- oder ausschalten könnte zwischendurch, aber egal. Das ist ein Restlichtverstärker. Der verstärkt Restlichte. Das ist, ich weiß nicht, welche Generation das ist. Ich habe den vor zig Jahren irgendwann mal bei eBay erstanden. Und das wird wohl nicht das teuerste gewesen sein, weil ich war schon immer geizig. Das ist nicht erst gekommen, das war schon immer so. Und ihr seht jetzt hier zum Beispiel eine Gummikappe mit einem ganz kleinen Loch. Wenn ich die jetzt... Nein, ich schalte ihn... Doch, komm, er ist ja nicht eingeschaltet. Demzufolge kann nichts passieren. Der ist empfindlich. Hält man den einmal in die Sonne, war's das. Na, der sieht von vorne so aus. Riesenglas. Infrarotlaser. Also eigentlich eher eine Infrarotleuchte, die verstellbar ist, glaube ich. Ja genau, die ist auch noch irgendwie in der Größe verstellbar, in der Streuung. Jetzt mache ich die Schutzkappe wieder drauf, bevor ich ihn einschalte. Jetzt kommt erstmal am anderen Ende natürlich gar nichts raus. Wenn ich ihn aber einschalte... Hier sind winzig kleine, mikroskopisch kleine Lemmis. Und wenn man ihn einschaltet, dann müsste jetzt die grüne Lemmi, die müsste jetzt leuchten. Und die rote Lemmi ist dann für den Infrarotlaser. So, jetzt gucken wir mal eben. Tja. Tja, ich sehe auch nichts, das ist beruhigend. Tja, haben die Batterien den Geist aufgegeben? Ja, es sieht fast so aus. Na gut. Das ist ein bisschen die Schraube fürs Batteriefach. Da ist irgendwie, ich glaube, 2 so ganz normale Mignonzellen oder sowas da drin. Also nichts Kompliziertes. Ein An-Ausschalter für Restlicht, von dem ich hier nichts sehe. Einer für Infrarot, von dem ich auch nichts sehe. Habe ich vielleicht ein bisschen lange liegen lassen. Ja, Scharfstellung, den kann man aber richtig rattenscharf einstellen. Oder würde man jetzt so ein grünes Bild sehen, wie man es eigentlich aus dem Fernsehen kennt? Ich fahre jetzt auch gleich wieder eine Videodatei ab. Allerdings muss ich mit so einer komischen Vorrichtung hier ein Handy davor montieren. Würde ich eine kleine Kamera nehmen, sieht man nur ganz weit entfernten Punkt, weil die auf diese, wie soll ich sagen, auf diesen Augenabstand nicht geeicht sind. Und selbst das Handy hatte große Probleme, da irgendwas scharf zu stellen, weil es müsste irgendwo hier angebracht werden und dann ranzoomen oder sowas. Egal, ich fahre das einfach mal ab und dann könnt ihr sehen, wie es aussieht. Das ist Restlicht Resight. Das ist also hochgezoomt ohne Ende. Das ist jetzt die Kuhweide neben dem Haus. Das ist die Heuraufe. Ja, das ist jetzt der Baum. Das ist übrigens mit dem Infrarotlaser. Weil ohne sieht man nichts. Dieses Gerät kann ohne Licht, das irgendwie rundherum leuchtet, einfach nichts sehen. Und das ist zwar, also es geht gut, wenn es eine normale, ich sag mal, mondhell ist vielleicht übertrieben, eine normale Nacht ist, dann kann man auch wirklich gut sehen. Aber heute, mondlose Nacht, nix, ohne Laser läuft gar nichts. Ja, aber ihr seht schon, das Ding macht gut was her, der kann schon. Flupp und weg. Das heißt, das ist schon... brauchbar.
Man darf sich natürlich nicht daran stören, dass die Optik so ein bisschen ist, weil billige russische Gläser und was weiß ich nicht alles. Aber für die damalige Zeit, ne, man muss es immer relativ sehen, war das ein Kracher. So, jetzt habe ich mir vor einiger Zeit ein Nachtsichtgerät einer neueren Generation gekauft. Haha, was habe ich bezahlt? Ich glaube 65 Euro. Es gibt die noch billiger. Ich habe allerdings, ich wollte einen großen Monitor haben. Na, man muss total aufpassen. Man kriegt die auch in billiger, aber dann ist der Monitor nur noch halb so groß. Und ich wollte natürlich unbedingt USB aufladen und Kamerafunktionen und Lithium-Batterien drin und so weiter und so fort. Also das musste schon alles richtig schön gut sein. Wie das aussieht, kann ich euch mal eben zeigen. Man muss nur mal eben 6 Sekunden, glaube ich, hier auf andrücken. Und dann gibt es ja eine wunderschöne Einschaltanimation und anschließend sieht man irgendwas in 6-fach vergrößert. Es sei denn, man hat so eine komische Kamera, die... Ach, richtig. Schärfe. Man kann das, also hier kann man die Schärfe einstellen. Ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich sehe nur ein verschwommenes Bild. Naja, so lange Arme habe ich nicht. Machen wir mal so. Also die Arme noch ein bisschen weniger lang. So, ich versuche es jetzt mal, ob ihr sowas erkennen könnt. Ja. Also im Grunde ist das Ganze ein Riesenschmuh. Es ist eine 6-fache Vergrößerung. Allein das macht die Sache schon sehr schwierig. Auf der einen Seite ist eine Kamera. Das ist der hier mit der Schärfeverstellung. Funktioniert auch ganz gut. Und das hier ist die Infrarotbeleuchtung dazu. Eventuell könnt ihr die sehen. Ich schalte sie jetzt einfach mal ein. So. Ja, also ich sehe hiervon nichts. Doch, ich sehe hier so ein bisschen rötliches Licht, sehe ich. Ihr hingegen seht richtig volle Granate Infrarot. Das liegt daran, dass fast alle Videokameras infrarotes Licht sehen können. Ne? Nicht immer besonders gut, weil die haben ja meistens solche Filter drin, dass das echte Bild nicht verfälscht. Aber sie können es sehen. So, und das ist also wie gesagt nichts anderes als eine billige Videokamera mit einem Infrarot-Laser, würde ich es nicht nennen. Ist der verstellbar? Nein, der leuchtet einfach. Eine Infrarotleuchte und ein Monitor. Also es ist nicht ganz ohne Grund. Warte mal, ich schalte mal wieder ab. Goodbye und weg. Das ist ja so gemacht, dass es so aussieht, als würde man das so benutzen. Kann man aber gar nicht. Man muss es so benutzen. Man hält sich einen Monitor dahin. Wenn man natürlich nicht gesehen werden will, erstens leuchtet hier das rote Licht und zweitens, der Widerschein, der hier rauskommt, ist nicht ohne. Ich habe gestern wieder festgestellt, es geht ganz super, wenn man im Dunkeln den Weg zurückfinden will, dreht man den einfach um und leuchtet sich mit dem Monitor den Weg frei. Geht. Dann gucken wir uns das mal eben an. Ich glaube, das heißt hier einfach Infrarot. Selbe Ecke, selbe Uhrzeit. Ja, das ist jetzt mit dem Infrarotscheinwerfer, weil ohne hat man gar nichts gesehen. Ich sage, es war sehr dunkel. Wo kein Licht ist, kann man auch keins sehen. Das ist die Straße hoch. Dann schwenken wir auch gleich mal eben rüber. Ich sagte, wir schwenken. Genau, der Richter und sein Schwenker. Das ist die Weide vom Nachbarn. 6-fach vergrößert. Ihr seht die Raufe. Das ist schon alles gestochen scharf, wenn man es scharf einstellt. Was reflektiert? Das ist wie im Tageslicht. Das sind so Reflektoren halt, die man jetzt ohne Licht als Mensch nicht wahrnimmt. Aber die Kamera reflektiert das Infrarotlicht. Die sieht die. Zack, das war's schon. Das heißt also, mit dem Ding sieht man durchaus was. Ich würde vielleicht vorschlagen, nicht unbedingt eine 6-fach-Vergrößerung zu nehmen, weil ihr merkt schon, also es schaukelt und zittert ordentlich. Man ist nicht unsichtbar. Man wird gesehen. Aber man sieht im Dunkeln Dinge, die man sonst überhaupt nicht sehen könnte. Naja, und das ist halt so. Ja, und dann haben wir hier als letzten Kandidaten den ihr schon kennt. Den habe ich euch ein paar Mal gezeigt. Das ist eine Wärmebildkamera, also thermal. Was habe ich hier bezahlt? 65, das hier weiß ich nicht, wahrscheinlich weniger. Die habe ich gebraucht für einen Huni gekriegt. Weil ich die Master-Tabs für die Paintball-Sachen, die musste ich überspielen von digital. Und naja, da muss man halt mal Geld in die Hand nehmen. Und für einen Huni, das ist eigentlich wenig. Da ist ein ganzer Koffer mit riesen Zubehör, inklusive 3 Beinen mit Fernbedienung und Pipapo. Das Ganze in einem Zustand, sowas habe ich noch nie bei einer alten Kamera gesehen. Schon gar nicht, wenn die 20 Jahre alt sind. Da werden ja normalerweise die Kabel sogar so richtig klebrig. Ne? Und die ganze Gummiteile, und so, die ist wie neu, die ist wie direkt aus dem Laden. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen. Das Wichtigste ist, sie hat alle Videos ordentlich überspielt. Hier habe ich gebraucht 1,8 für bezahlt.
Ich wollte auch hier was Richtiges haben. Wechselakkus, Lithium-Ionen, eingebaute Kamerafunktion, Laserentfernungsmesser und vor allen Dingen bei den Dingern der große Unterschied ist die Auflösung. Man kriegt also auch Thermalkameras deutlich billiger. Wieso ist da eigentlich Staub auf der Linse? Deutlich billiger. Aber dann ist die Auflösung das Problem. Da hat man so 600 oder 320 mal 200 oder sowas. Die hier hat jetzt, warte mal, wie war das? 700 irgendwas, zig mal irgendwas anderes. Und der Monitor ist sogar noch hochauflösender. Das heißt, man sieht durch dieses Ding, sieht man besser als die Aufzeichnung, die ich euch gleich abfahre. Das ist schon nicht schlecht. Auch hier muss die Schärfe eingestellt werden, sonst sieht man natürlich nur Blödsinn. Thermal. Klick, gucken wir mal. Ja, das sind bestimmt meine eigenen Füße oder so. Ja, wo war denn die Scharfstelle? Ach so, ich bin schon ganz hinten wieder. Das ist immer wieder so ein Problem bei dem Ding hier. Ja, das ist jetzt die Heuraufe von nebenan. Das ist die Weide. Was jetzt hier auffällt, ist, dass der Himmel heller ist als die Häuser. Das liegt daran, es war ein halbwegs warmer Tag. Das muss so gegen Mitternacht gewesen sein, ungefähr, wo ich das aufgenommen habe. Die Bäume und alles, was irgendwie Wärme aufnehmen konnte, sind noch nicht wieder abgekühlt, leuchten demzufolge. Ich habe ja Aufnahmen aus dem Winter, da sind die Bäume alle schwarz, weil sie auch tagsüber schon tiefgefroren wurden. Und der Himmel ist wärmer als das, was davor als Gebäude so rumsteht. Ja, jetzt wollte ich gerade hier auf der falschen Ecke klicken. Ja, also das sind Pfosten hier für den Weidezaun. Das ist die Heuraufe, Bäume, Straße. Hier ist der Asphalt der Straße wärmer als alles andere rundherum. Und habe ich mich nochmal umgedreht zur Straße. Ja, man kann übrigens Vögel, die nachts in den Bäumen schlafen, kann man als grellweiße Punkte sehen. Das Ding ist also richtig gut. So, da habe ich es ein bisschen länger laufen lassen, weil ich es so toll fand. Dreh dich mal um. Husch, genau, jetzt einmal die Füße filmen, ja, sozusagen. Und dann die Kreuzung nochmal wieder, weil die Kreuzung ist ja so irgendwie so ein bisschen wenigstens beleuchtet. Ja, irgendwann werde ich es treffen. Habe ich wieder die Hand davor gehalten? Nein. Ist da gar nichts mehr? Ja. Ja, anscheinend habe ich die Kreuzung damit nicht gemacht. Ach, auch da habe ich versucht, den Weg wieder zurück ins Haus mit dem Widerschein des Displays zu finden. Da scheint aber nicht viel wider. Ne? Ich kann euch jetzt spaßeshalber mal zeigen. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mitkriegt, wenn ich den einschalte. Wie lange muss ich den halten hier? Ja, geht so, ne? Dann braucht er eine Weile, bis er sich eingeschaltet hat. Und dann zeigt er mir die Innenseite vom Objektivschutzdeckel. So, auch das Ding hat irgendwie eine Zweifachvergrößerung und ist jetzt auch nicht scharf gestellt. Ergo, naja, spielt jetzt auch keine Rolle. Für den Apparat ist es vollkommen wurscht, ob es Tag oder Nacht ist. Er zeigt praktisch immer dasselbe. Der einzige Unterschied besteht dann darin, dass er mir tagsüber ein bisschen was anderes anzeigt, weil die Sonne halt irgendetwas aufgeheizt haben könnte. Man sieht zum Beispiel, wo ein Schlagschatten auf dem Haus ist. Dann sieht man, dass der Schlagschatten dunkler ist als der Rest der Wand. Aber nicht, weil es hell oder dunkel ist, sondern weil es warm oder kalt ist. So, das war's jetzt. Das Video ist ziemlich genau so chaotisch geworden, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber das macht nichts. Ihr wisst ja, ein billig gemachtes Video ist immer noch besser als gar keins. ja. Okay, das kann man auch wegklicken, das könnt ihr jetzt gar nicht sehen. Ja. Jetzt, wer sich jetzt unbedingt sowas kaufen muss, der kann einfach mal drüber nachdenken, ja, was um alles in der Welt will ich denn eventuell sehen? Im Dunkeln. Man kann da gut munkeln und bei mir ist es auch so. Ich bin jetzt rumgelaufen, habe nachts Tiere geguckt und festgestellt, oh, da läuft aber eine Menge in der Landschaft rum. Auch zum Beispiel bei ganz normalem Tageslicht Rehe gesehen, die ich mit normalen Auge im Leben nicht entdeckt hätte. Oder ruhende, was waren das, Gänse oder sowas. Die sieht man einfach nicht. Die sind von der Natur einfach gut getarnt. Und ja. So, einmal quer, Rundumschlag durch alles Mögliche. Ich glaube, dieses Video geht als eins meiner chaotischsten in die Beziehung ein. Kennt ihr es noch? La Linea?
Sind alle bei YouTube zu finden, die alten Videos von La Linea. Ja. Sagt er immer. Oder sowas in der Art. Danke fürs Reingucken. Sagt mal wieder der, ich bin mal wieder unberechenbar.